Hallo Leute, zu meinem heutigen Video. Heute ist der zweite Weihnachtstag und ja, ich habe hier wieder Linux Ubuntu am Start und ich habe hier ja ein YouTuber Frage bekommen, und zwar war die Frage genau so gestellt: Wie bekomme ich diese wackeligen, puddingartigen Fenster unter Ubuntu 14.04 oder höher hin? Als erstes braucht ihr auf jeden Fall Compiz. Das könnt ihr hier in Ubuntu Software Center euch downloaden. Ich öffne das mal jetzt für euch. Was aber nicht gehen wird, ich zeige es euch mal hier. Wenn wir hier runter gehen unter Effekte, dann werden euch hier außer die oberen drei oder einige der hier werden euch einige nicht angezeigt. Ja, das ist halt so, dass ich glaube, Animation ist da, Fensterdekoration ist da. Eben, ihr habt keine Möglichkeit, einen Cube zu machen. Also, es ist wirklich nervig. Nur mal so gesagt. Und dann gibt es dazu noch einen Terminalbefehl. Also, ihr könnt auf jeden Fall Compiz über Ubuntu Software Center installieren. Aber es werden einige Extras fehlen. Und dazu braucht ihr, um diese Extras nachzuinstallieren, braucht ihr den Terminal. Da geht ihr hier einfach auf den Dash und gibt Terminal ein. Das reicht schon, wenn ihr ein paar Buchstaben geht. Bei mir sieht Terminal ein bisschen angepasst aus. Also ich habe es ein bisschen durchsichtig hier. Ihr könnt auch hinterm Terminal eine Grafik oder so einsetzen. Dazu kann ich ja auch mal ein ganz kurzes Video machen. Und gibt genau, jetzt habe ich ein bisschen, ja, auf jeden Fall ist es das hier, genau. Und zwar geht ihr hin und tut genau diese Befehle hier eingeben. Ich nehme mal den hier, kopiere den mir mal einfach in die Zwischenablage. Diese zwei Befehle werden unter dieses Video eingefügt. Paste. Und dann gebt ihr Enter ein und dann eben euer, ja, ganz normales Passwort, Root-Passwort, und dann nochmal Enter, und dann wird das hier installiert. Das tue ich jetzt nicht. Und nachdem ihr das hier getan habt, Close Terminal, müsst ihr auch unbedingt diesen Befehl hier, ja, wo ich hier markiere, diesen Befehl hier unbedingt eintippen. Ja, genau den hier. Und erst danach habt ihr dann praktisch diese Zusatzfunktionen in Compiz. Cancel, wir brauchen es nicht safen. Oh, das war falsch. Close White Safing, genau. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit unter Ubuntu 14.04 oder Ubuntu 16, ja, könnt ihr dann hier hingehen und hier die ganzen kompletten Einstellungen einstellen. Ich sag immer, Leute, macht nur das Nötigste, denn umso mehr ihr installiert, umso destabiler wird euer Ubuntu. Also, wenn ihr auf diese Compiz-Sachen hier verzichten könnt, dann tut es, denn mit diesen Dingern wird euer Rechner dementsprechend auch manchmal, ja, nicht immer, aber manchmal unstabiler. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Dr. Ubuntu.